Die Unternehmensberatung McKinsey hat eine vernichtende Bilanz der deutschen Energiewende vorgelegt. Zu teuer, zu ineffizient, die selbst gesteckten Ziele werden verfehlt und jetzt drohen auch noch großflächige Stromausfälle. Im Zuge des Atom- und Kohleausstiegs werden in den nächsten 10 Jahren knapp 37 Gigawatt gesicherte Leistung vom Netz genommen. Dies entspricht 43% der gesamten gesicherten Leistung in 2018. Zu viel, um weiterhin die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Für Alice Weidel ist klar, die Bundesregierung steuert Deutschland sehenden Auges in die energiepolitische Katastrophe. Wir brauchen daher umgehend einen radikalen Wechsel in der Energiepolitik. Weg von einer ideologisch motivierten Politik, die unseren Wohlstand gefährdet, hin zu einer vernünftigen Politik, die langfristig die Versorgungssicherheit in Deutschland garantiert, die nicht nur für unsere Wirtschaft lebensnotwendig ist. Die verhängnisvolle Energiewende muss so schnell wie möglich gestoppt werden.